Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play mit dem Drake-Projekt von Attack of the B-Team. So herum, und wir haben ja das letzte Mal recht viele Diamanten gefunden, haben hier schon mal unser Lager aufgebaut. Hier machen wir Garten und Holzsachen, also mit Bäumen, und irgendwo weiter drüben dann ein Haus, ein großes, nämlich hier unten beim Dorf werden wir dann auch ein Haus bauen. Diese Doppelbäume werden wir zum Beispiel hier mal fällen, und je nachdem werden wir hier noch etwas machen. Und ich denke mal, wir teleportieren uns hier hin und machen hier mal ein bisschen Licht. Hier auch. So. Wir gehen jetzt zu diesem Baumfällenden mal. Nehmen die Pilze mit. Champignons. Gut. Und hier oben auch. Die können wir sicher dann auch verbreiten. Also Ding. Wie sagt man? Vermehren durch Dingsbums. Ja, durchs Wachstum halt. So, hier haben wir sehr schön, sehr schöne Blätter. Solche Blätter, die verschiedenfarbig sind, kann man gerne am Straßenrand machen, hinpflanzen. Und ja, vielleicht machen wir mal einen quietschbunter Wald. Das wäre doch mal was, oder? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir einen quietschbunten Wald machen. Irgendwo in der Nähe vom Wald, wo wir forsten, aber ein bisschen weiter weg. Da geht nicht rein, hier geht's rein. Oh, eine Schablone mit irgendwelchen. Keine Ahnung. Den Werfer könnte ich eigentlich noch mitnehmen. So. Gut, gehen wir mal nach rechts. Nein, nach links von der Karte aus. Hier haben wir einen Lavasee. Auf der Map ist der schon zu sehen. Ich möchte diese Dinger, diese weiten Männer nicht abbauen. Die sind jetzt einfach mal dort und wir werden herumbauen. Drumherum. Wir werden die einfach so lassen. Und ja. Also. Gut, hier haben wir nochmals Bären. Die haben wir, glaube ich, schon. So. Die Werfer können wir sicher später mal einsetzen für irgendwas. Da bin ich mir sicher. Nochmals. Also viele Bäume haben wir hier. Das ist sehr schön. Die Bluebell nehmen wir mit. Dort haben wir ein Haus. Gehen wir mal zu dem Haus. Also sehr schön. Ich mag Megabiome. Ich mag sie. Beim Pixelmon Let's Play habe ich nicht so viel Glück gehabt. Aber ja, hier habe ich scheinbar recht viel Glück mit ein bisschen etwas Schönes zu bauen. Eine schöne Stadt oder sonst irgendwas. Da werden wir schauen. So, Fichtensetzling. Eine Eisenspitzhacke. Den roten Bäum, den will ich mitnehmen. Dieser rote, schöne Baum, den will ich doch mitnehmen. Und dann nehmen wir hier auch noch ein bisschen Ding mit Sand. So. Ja, toll, einen haben wir. Gut. Ja, jetzt sind wir wieder voll. Dann werden wir hier unten einen Ding machen. Einen Waypoint.
So, wie heißt das? Ja. Lush Swamp. So. Und jetzt müssen wir halt nochmals hier oben, wie ich es wieder vergessen habe, ein Ding machen, einen Waypoint, und gehen wir nach Hause und laden unser Zeugs aus. So. Hier haben wir übrigens noch eine Ding. So. Hier haben wir Gold. Und Wegwerf. Haben wir schon ein Wegwerfnetz. Okay. So. Hier hätten wir auch noch Sand zum Abbauen. Hier haben wir totes Holz. Das ist der Lush Desert. Da haben wir Lush Ding, Swamp und Lush Desert. Schön. Akazienholz haben wir hier. Und fast wären wir wieder runtergefallen. So, alles rein, das wir reinmachen können. Gut. Und jetzt hier rein die restlichen Sachen. Und hier habe ich übrigens noch Karotten. Die machen wir hier in die Mitte. So, hier haben wir Karotten, hier haben wir Weizen, das noch nicht fertig ist. Wir nehmen das Birkenholz für den Boden. Ich hoffe, es ist relativ genug. Ja, wir haben 30, also sehr schön. So, da drüben muss ich noch ein bisschen aushöhlen. Den Sand holen wir von dort und tun dann Fenster rein. Ich will mal schauen, wie das aussieht. Das war ein bisschen als Test. Das ist dann einfach das Farmarbeiterhaus mit mehreren Etagen, mit mehreren Betten und so weiter. Ja, gehen wir kurz runter hier. Also. Den Boden noch kurz verlegen. Sehr schön. Also das ist mal gemacht. Und jetzt werde ich... Jetzt werde ich... Den müssen wir nicht mehr nehmen. Oh, wir haben schon mal richtig einen fetten Baum hier. Ich hoffe, der macht nicht zu schattig. Ich denke nicht. Was wir machen können ist... ein bisschen Zäune. So, aus den Zäunen machen wir eine Lichtanlage, also eine Laterne, eine Straßenlampe. Ja. So, ich hoffe, das gibt genug Licht. Yeah. Also, wir müssen auch Tiere natürlich züchten. Und dazu gehen wir mal hier hin
und bauen uns eine Umzäunung für ein paar Hühner oder so. Machen wir das mal so. Und der Rest holen wir dann später. So. Ja, ich weiß nicht, ich will den irgendwie nicht so abbauen. Aber er sieht da nicht so schön aus, leider. Schauen wir den Baum mal an. Er hat einen richtig fetten Klopf. Wir lassen den mal so und werden jetzt weiter hier anbauen. Haben wir noch sonstige? Wir haben den Rot, wir haben den Blau, wir haben den Orange, wir haben den Fichtensetzling, den Hellgrünen haben wir. Werden wir alle mal anpflanzen hier hinten. Hier mal schon mal die Roten. So. Hellgrüne. Die Fichtensetzlinge machen wir hier unten. Die Orangen machen wir hier oben. Und die Blauen machen wir hier hinten. Was nicht so schön ist. Hallo? Okay. Wo man nicht so gut hinsieht. Also schön ist es trotzdem, aber natürlich ein bisschen besser. Also erkunden wir ein bisschen. Hier sind die roten Bärchen. Nehmen wir mit die Berries. Und jetzt nehmen wir das Zeugs mit. Aha. Witch und Witch Spawner. Die klauen wir dann später mal vielleicht. Mit einem Trick. Also hier haben wir auch noch Schweine, wir haben eigentlich alle Tiere, Kühe haben wir auch in der Nähe, sehr schön. Oh, ein Creeper. Creeperhelm, Gummiente haben wir eigentlich schon, aber hab's jetzt trotzdem getötet. Ich möchte hier so einen Baum haben, den da. Akazienholz, sehr schön. Oh, ist der Baum hoch da oben. Ah, wir haben alles. So, Quantum Dust. Haben wir jetzt Setzlinge? Wir haben keine Setzlinge. Einen. Ich hoffe, der bekommt dann noch mehr Setzlinge. So, hier haben wir noch ein Schwein mit einem Hut. Den werden wir natürlich auch schlachten. Ja, danke schön. Sehr nett von dir. Trago das Schweinchen, trago das Schweinchen. So, dann werden wir halt diese Palme hier nehmen. Du gehst weg. Ah nein, das ist eine Wasser, das ist gar kein Gerstensamen. Den nehmen wir
nicht, legen wir nicht weg, das Brot kann weg. Kaffee, Bierbohnen, Aluminiumkörner. So, und jetzt werde ich diesen Baum hier pflücken. Die Setzlinge pflücken, meine ich. Oh. Üff. So, gibt es jetzt... Ah ja, wir haben einen. Da können wir ganz viele Palmen anpflanzen. Ja, das nehme ich mit. Gut. Die haben ein schönes Holz. Was ist denn das für eine Farbe? Ah, das sind solche. Oh, die sehen hier schön aus. Gut. Das haben wir. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Die Champignons nehme ich jetzt nicht mit hier. Ein Fuchs! Fuchshut. Ich will den. Hallo, ich will den. Dankeschön. Geht doch. Was haben wir hier? Was ist das? Ah, das sind Hörner mit einem Ding. Mit einem Ring. Den Fuchs haben wir hier. End Chest. Squid. Pahi Head. Ah, das sind die Brillen. GTA King ist cool. So. Dann werden wir hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Fleisch nehme ich mit. So. Ja, hier haben wir sehr schön viel zu entdecken. Plains haben wir hier. Hier haben wir einen Glückshut. Und hier irgendwas anderes. Restored, hallo. Was? Irgend so etwas. Den Hut will ich auch mitnehmen, dankeschön. Und hier unten haben wir wieder den Sumpf oder so. Sind wir schon dabei? Ja, wir haben wieder ein bisschen entdeckt. Dann mache ich aber die diese kleine Zone hier auch. Decke ich die auch noch auf. Also Bäume haben wir genug hier. Die können wir sicher auch anpflanzen. Ich glaube, wir müssen 7x7 oder 9x9 Ding haben. So Setzlinge anbauen und dann warten. Sehr lange warten. Ja, was nehme ich noch raus? Was lege ich jetzt weg? Ei, du. Asche möchte ich zu Aschehaufen machen. Den Quantum Dust. Nein, die Stöcke. So. Also. Hier haben wir noch etwas zum Entdecken. Drüben irgendwo. So, das sind Bluebells, die haben wir jetzt genug. Akazien können wir dann noch mitnehmen. Oder Eukalyptus ist das? Ah, das ist Eukalyptus. Ja, Reis weg, Aluminiumbeeren weg. Jetzt holen wir diesen Baum. Ihr seht sehr schön schon das Holz. Die Bretter sind ja wunderschön in einer sanften Farbe. In einer sanften Farbe, die richtig toll aussieht und sehr männlich ist. Wir werden hier sehr schöne Playbunny-Villen daraus bauen.
Ich brauche anderes Baumaterial. Mache ich ja die Wolle. So. Und der Rest müssen wir halt so abkloppen. So haben wir es dann bald. Ich hoffe, es ist nicht mehr zu viel. Oh Gott. Ich muss da noch weiter hoch. Das wird lange dauern. So, sehr schön. Wir haben kein Eisen. Wir haben zwei Eisen. Ein drittes hätte uns weitergeholfen. Eide. Und Steine haben wir auch nicht, kein Kobbel. Nix. Haben wir irgendwo Setzlinge? Sieht nichts aus. Ah, hier haben wir noch mehr. Gottchen, das habe ich gar nicht gemerkt. Qualvoll. Es ist einfach qualvoll. Okay, jetzt sind wir gleich fertig. Und hier drüben haben wir noch Holz. So. Dieser Baum, der ist qualvoll. So. Ja, jetzt haben wir es dann bald. Jetzt können wir dann wieder zurückgehen. Tri tra trollolol. So, mit den Setzlingen bitte alles aufnehmen. Und jetzt direkt zum direkten Weg nach Hause. Okay. Der schöne blaue Baum, der stolziert so majestätisch in diesen Ebenen vor sich hin und wir haben einen großen blauen Baum bekommen durch unseren Setzling. Tentacha! Wir haben den richtigen getötet. So. Sehr schön. Wir haben zwei große Bäume. Große blaue Bäume. Sehr schön. So, hier werden wir noch die anderen Bären anpflanzen und weiter. Yeah. Samen anpflanzen. So, denn.
Da machen wir hier hin. So. Hier hinein, bitte. Und jetzt, so, wir brauchen nochmals eine Kiste. Machen wir also nochmals eine Doppelkiste. Die Kisten tun wir dann natürlich alle rein. Aber bis wir die alle rein tun, lassen wir die draußen. So. Also jetzt setzen wir noch die Bäume irgendwo hin. Und tun dann... ja, tue ich den Part beenden. Das nächste Mal. Okay, okay, okay. Wir brauchen Sand für die. Aber wir haben ja hier noch Eukalyptus. Ich hoffe, die werden nicht auch so groß. Gut. Sehr schön. Also jetzt sind wir eigentlich schon recht weit. Machen hier mal alle Bäume hinein. Hier haben wir gar keine. Hier haben wir. Die Dornen könnten wir eigentlich. Ja, nein, die Dornen lassen wir hier. Weil die Dornen ja auch keine Bäume sind. So. Also das nächste Mal werden wir hier Fenster hineinbauen. Einen zweiten Stock machen, unterirdisch Ding. Und die Büsche werde ich jetzt mal anpflanzen. Bevor wir dann es vergessen. So, hier will ich nach draußen. In die Höhle. Und dann ist so. Und so. Also hier kommen die hin. Hier kommen die hin irgendwo. Und die hier so. Der kommt hier hin. Und die kommen hier hinten hin. So, ich hoffe, die wachsen gut. Ich lasse da mal Licht aus. Kein Licht bitte hier. Ich weiß nicht, ob die mit Licht wachsen oder ohne. Aber irgendwie ist es hier noch zu hell. Ist es nur wegen dem... Ja, ist es nur wegen der Fackel. So... ja, jetzt ist es fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Ja, super, super, super. Bye, bye.